385 Aktive aus 10 Amstettener Schulen beteiligten sich am Schulsportfest der Stadtgemeinde Amstetten in den Altersstufen von 10 bis 18 Jahren. Wenn man bedenkt, dass man das ganze Jahr eigentlich nie wirklich die Chance hat, seinen Mitschülern zu zeigen, was die Sportart, die man tagtäglich da in dem Stadion trainiert, wirklich bedeutet. Und da kann man das den Mitschülern nochmal näher bringen, was das wirklich heißt, wenn man schnell läuft, weit springt, weit stoßen kann und so weiter. Und das ist für einen Sportler schon eine coole Erfahrung, da dabei zu sein und einfach einmal aufzuzeigen. Ja, ich finde, es ist eine super Veranstaltung. Da kann jeder zeigen, was er kann. Es macht Spaß. Der Hintergrund ist der, dass die Schüler einfach in dieser Gemeinschaft wahrnehmen und gegenseitig einfach sehen, was die für Leistungen bringen und auch die Leistungen der anderen respektieren. Und auch wenn es nicht so gut geht, vielleicht auch einmal sehen, ja, es war nicht so gut gegangen heute, vielleicht ein wenig mehr trainieren und beim nächsten Mal geht es besser. Das Osterriche Gymnasium war mit einer großen Abordnung am Start. Dementsprechend groß war auch die Ausbeute an Einzelsiegen. Von den 40 zu vergebenden Goldmedaillen gingen alleine 23 an das Osterriche Gymnasium. Auch in der Mannschaftswertung Kategorie Unterstufe wurden alle Titel gewonnen. Die Rahmenbedingungen für die vielen sportlichen Leistungen und Erfolge stellte die Stadtgemeinde gemeinsam mit dem LCA Umdasch und der sportfreundlichen Firma Umdasch, die diesen Sportevent großzügig finanziell unterstützte. Es ist ganz wichtig für unsere Unternehmensgruppe, dass wir schon bei den Kindern und bei den Schülern dabei sind, um sie für unser Unternehmen in weiterer Folge interessant zu machen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich die Bewegung, der Sport und in dem Fall Leichtathletik, ganz, ganz was Tolles. Und da wollen wir natürlich mit dabei sein. Der Ettlinger Fritz macht an und für sich immer die Organisation und wir diskutieren mit dem Lehrerkollegium auch immer die Art und Weise der Veranstaltung hinsichtlich der Struktur, weil es ist tatsächlich so, dass sehr viele dabei sind, die ein Talent haben, nicht beim Verein sind und doch die eine oder der andere dann beim LCA oder bei einem anderen Leichtathletikverein den Sport sich widmet. Da ich das Ganze seit 1985 organisiere, durchführe und bei der Planung dabei bin, gefällt es mir jedes Jahr wieder. Und zwar deswegen, weil im Laufe der Schulzeit jeder Amstettener Schüler irgendwann einmal mit Leichtathletik konfrontiert wird. Leider können nicht alle teilnehmen, die wahrscheinlich teilnehmen wollten, weil wir limitiert haben, pro Bewerb und pro Schule nur 4 Teilnehmer. Und das ist natürlich dann eine wunderbare Sache, wenn von 11 Amstettener Schulen 10 Schulen teilnehmen und ein großes Kontingent hier ins Stadion schicken. Dass Amstettens Lehrer ihre Schüler sportlich sehr gut motivieren können, das haben im Besonderen die ausgezeichneten Leistungen bei diesem traditionellen Schulbewerb gezeigt. Wenn man denkt, wie viele Jahre das schon stattfindet, es liegt schon auch an den Pädagoginnen, dass die Schülerinnen motiviert ans Werk gehen und die letzten Schultage tatsächlich dem Sport widmen und mit einer Motivation und Begeisterung, das macht richtig Spaß. Ich bin total begeistert, dass die Jugendlichen mit so einem Engagement dabei sind und sich wirklich richtig einsetzen bis zum Letzten. Also macht echt Spaß zuzuschauen. Ja, dranbleiben, macht's, was geht's aus, ob das jetzt Leichtathletik ist, Schwimmen oder was auch immer. Nicht daheim, wenn wir drum sitzen, vor allem wenn es so warm ist, geht's aus, macht's was mit den Freunden. Das kann man immer machen. Um gerüstet für das nächste Schulsportfest der Stadtgemeinde Amstetten zu sein. Sind die Medaillen erreicht? Sabine Schachermeier, Eva Mitterlehner und Nadine Fink.